So, wir gehen jetzt aber erstmal noch nicht in die Klinik, sondern wir gehen uns jetzt erstmal hier noch. Geflutet, hat er gesagt. The Gatehouse uns anschauen. Das Gatehouse. Ja, Gatehouse, ne? What? Was gibt's hier? Boah. Okay. Untersuchen. Das ist wie Simon Says. Hä? Kann das sein? So mäßig? Was gibt's noch? Auf der Rückseite irgendwas? Nope. Also, orange, 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 blau, blau, blau und schwarz. Weil ich gehe mal davon aus, wir müssen das hier in der Haus abbilden. Sieh dich mal kurz erstmal im Raum um. Ja, ja, ja. Abbilden wollte ich es jetzt noch nicht. Für eine Ziege. Der Duke? Ja, würde ich fast sagen. Oh, das sind sicher, dass diese du Knochen. Ziege ich weiß, also es können oft natürlich diese Knochenlampen sein. Was macht ihr denn jetzt hier? Ja, der feiste Kerl schnell. So, was gibt's denn hier feinet? Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Es ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von der Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Ist das die Kurbel, die wir benötigen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sieht mir alles sehr labil aus. Genau. Das sieht alles nicht so geheuer aus. Da kannst du durch. Hier kannst du die Kurbel mitnehmen. Na komm, nehmen wir mal. Ich wollte die mitnehmen und nicht. Ja, jetzt müssen wir zur Mühle 2. Die von Mühle 1 sah nicht mehr so gut aus. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier geht's. Hätten jetzt dieses Steuerpanel schon irgendwie benutzen sollen im Klein. Welche meinst du denn jetzt? Das von. Na, im Steuerhaus. Nee, also. Glaub ich nicht, oder? Kann ich hier eigentlich jetzt. Ja, okay. Weil das sah mir ja doch ein bisschen hoch aus, um einfach runterzuspringen. Gut. Gut. Gemahlene Hirse. Ist denn hier noch irgendwas zu entdecken? Ein Kristall oder so? Nothing here. Nothing, nothing here. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier so irgendwie drüber laufen, um zur Mühle Nummer 2 zu kommen. Richtig. Ja, und dabei haben wir aber diesen wunderbaren. Hier würde ich, glaube ich, ungerne langlaufen. Ich glaube, dass nämlich dann hier der olle Fischi-Fischi kommt und sagt: Hallo, ich bin's, eins Lauch. So. Also, das Setting hier gefällt mir schon eigentlich sehr. Sehr, sehr gut. Kann ich den irgendwie. Damagen? Ja, tatsächlich bin ich mir nicht besonders sicher, ob man den mit der Pistole irgendwie auch nur ansatzweise beeindruckt. Alter, der erschreckt mich aber auch. Mucho gracias. Jetzt. Oh, ist doch krass. Alter, er ist doch ultra langsam, wenn er die Brücken passiert, ne? Jetzt, oh nee, ja. Komm, jetzt sag mir nicht, dass ich das. Was muss ich denn noch kaputt machen, damit du umfällst? Da. Ah! Genau! Oh Mann. Sniper Muni! Aha.
reicht nicht. Ach du Scheiße. Wer gibt hier? Aber... widerlich. Ach, da drüben ist ja auch noch was. Oh nein. Oh nein. Jetzt ist die große Frage. Muss ich das zuerst aktivieren oder muss ich das zuerst aktivieren? Probier einfach aus, irgendwie. Okay, try and error. Das sieht auch sehr lecker aus da drinnen. Aha. Jetzt kannst du in die nächste darüber schießen. Ah, guck mal. Guck, der kam mir gerade sehr nah. Nein, ich wusste es! Ich wusste es! Musste mich denn da drauf bleiben, um. Ah, okay, 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 okay. Schnell, 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 schnell! What? Wir bleiben nur eine gewisse Zeit oben. Dead. Sie sind tot. Okay. Wir warten jetzt nochmal hier zwischen ab. Lassen beides nochmal runterfallen. Genau. Um jetzt den hier hochzuholen. Den hier hochzuholen. Damit ich hier drüben bin. Und Kiste. Magnum-Munition, sehr gut. Nice. Jetzt ist die Frage, bleibt der dauerhaft da oder wackelt der auch irgendwann sich zu Ende? Ich gehe mal davon aus, dass die alle wackeln. Ich glaub, die wackeln alle. Boah, das ist fies. Dann fallen wir runter. Aber er bleibt ziemlich lange oben. Na, okay. Das ist schon mal okay. Sie, was hast du? Zuerst orange, dann blau und dann weiß, oder? Ne, ich würde sagen, erst den weißen. Erst weiß, dann blau, dann orange. Okay, also erst weiß, dann blau, dann orange. Und jetzt Feuer frei. Run, boy, run. Oh, okay. Gott! Oh Gott! Oh nein, nein, nein! Scheiße! Ich bin doch gar nicht hingelaufen! Oh, Menno! Das war nicht fair. Okay, cool. Ah! Ja, ist aber wirklich fairer Save Point. Das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich sehr, sehr fair. Das ist natürlich, das ist eine echt fiese lange Strecke. Da musst du, glaube ich, erstmal einen Zwischenhalt machen, da wo die Fass ist. Wo dem Fass ist. Wo dem Bestes Deutsch auf diesem Kanal. Wo dem Fass ist. Wo dem Fass ist. Warte, ich gucke, wo dem Fass ist. Ja, du bist der Allerbeste. Okay, Zwischenstopp gemacht. Ganz schnell weiter. Nein, nein. Kann man da drin? In dem Schornstein? Schornstein? Ah, schau. Da kann man auch schöne Sachen verstecken. Ich wollte gerade sagen, so eine Ziege oder so, das wäre schon... Dieser Fisch! Oh, schieben. Was, schieben? Achso. Ah, okay, schieben. Verstehe. Schieben. Ja, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, also ich finde dieses Setting sehr cool, weil mich halt sehr an so ein klassisches H.P. Lovecraft Setting erinnert. Ne? Alles ein bisschen gammelig, viel mit Fisch und Wasser und alles auch irgendwie so ein bisschen. Wow. Und er sieht auch aus wie so ein Turgote. Okay. So. Sauber erklärt, Benny, sauber erklärt die Nummer. Ja, also wir sind ja nur zweimal gestorben. Nein, das macht ja nichts. Ja. Guck mal, ob du dich da durchhacken kannst. Ich bin der Meinung, das wird auch mit Messer. Ja. Okay, musst ein paar Mal drauf klatschen, dann funktioniert der Spaß auch. What? Warte, ist er. Bin ich jetzt eigentlich safe? Erstmal? Für den Moment?
Brrr. Okay, vergiss es. Wir gehen einfach nach oben. Aha. Jetzt angeln oder was? Jetzt angeln wir. Was für ein Fang? Was für ein Fang? Ja, aber wirklich. Get. Okay. Das ist mir jetzt zu blöd. Auf da rüber. Genau deswegen. Gibt's hier sowas wie eine... Hochspringen. Okay. Nix hochspringen. Kaputt mache! Da muss das Schloss hier kaputt gemacht werden. So, Dele. Gibt's hier sonst noch was Feines? Na, letztendlich nope. Muss doch jetzt hier die Kurbel sein, ne? Das der kann aber hochhüpfen. Ja, ja. Kommen wir jetzt hier eigentlich irgendwie runter? Weil hier ist doch die Kiste auch gewesen. So kann man nicht hochklettern. Aua! Kannst du dich mal beruhigen? Du! Drehen wir doch mal da dran. Kurbel. Okay, was konnten wir jetzt damit erreichen? Schau mal, wo die Leiter ist. Ah! Oh, Uncharted! Uncharted! Verstehe. Oh, das Game ist jetzt auch gerade gar nicht laut mit dem Fisch. Oh. Jawohl. Machen wir nochmal hier. Yikes, Alter. Ich bin gerade froh drüber, dass das jetzt ein bisschen leiser ist. Ein bisschen ruhiger. So, jetzt haben wir hier die Kurbel. Jetzt haben wir uns hier einen abgekurbelt. Okay. Und jetzt? Na, jetzt sollten wir vielleicht den Hebel drücken da. Im Gatehouse. In the Gatehouse? Kann man in the Gatehouse einfach hier so rüber? Laufen wir aber. War ja so. Genau. Nice. Ah, dann braucht man quasi Feuer, also Strom. Ja, ohne dass wir es wussten. So, das passt. Das war weg. Wie kann ich das jetzt hier... Kann ich jetzt die Farbe ändern? Also ich kann hoch, runter. F auf fertig. Ah, verstehe, okay. Verstehe. Hab mich gerade nur ein bisschen blöd angestellt. So und so. Meine Fresse. Now push the button! Ja, jetzt machen wir hier Hebelchen auf. Ach, jetzt können wir hier das Wasser ablassen. That is nice. Geschafft. Ja, und weiter? Einen Weg rausfinden. So, dann kicken wir. Jetzt haben wir den kleinen Jungen trockengelegt. Vielleicht kommen wir jetzt auch zu der großen Truhe. Oh, was ist das denn? Ist das eine Karte? Gar nicht jetzt angeguckt. Betriebsanweisung. Stausee, Pförtnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasser, kann die hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens setzen Sie die Windmühle mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhäuschen mit Strom zu versorgen. Viertens bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Das haben wir ganz intuitiv selbst herausgefunden. Genau. So, na dann. Oh! Mein kostbares Wasser. Ach du Scheiße.
Hallo? Mister? Jetzt sag mir nicht, dass du hier direkt vor der Tür stehst. Wo ist er hin? Hallo? Ja, vielleicht ist er hier links runter gehüpft, irgendwie. Da, wo sich das Wasser hinabbricht durch den Stausee. Boah, krass, sieht das alles eklig aus jetzt. Okay, also hier können wir nicht zurück. Das heißt, wir können nur hier lang laufen. Vielleicht solltest du schon mal präventiv die Schrotflinte in die Hand nehmen, wenn wir die Munition gerade dafür haben. Ja, Alter. Zwei Schuss. Wir könnten ja ein bisschen Schrot machen. Dann sollten wir das tun, denke ich mal. Wie viel haben wir denn? 9, 9, 12. Ja, da können wir ein bisschen was reinklatschen. Hier nochmal Heilung, weil das ist auch wichtig. Heilung. Zweimal mindestens. Und den Rest würde ich jetzt so lassen. Und hier laden wir jetzt mal schön fleißig erstmal nach. Kann ich den Fisch mitnehmen? Oh, hier ist eine Kiste. Will man denn da Fisch mitnehmen? Er sieht mir nicht mehr ganz so frisch aus. Oh, ist das eklig, Alter. Aber wie sieht denn die Karte überhaupt aus? Achso, das sehen wir nichts. Ob wir alles schon gelootet haben oder nicht. Was ist denn hier los? 1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Cadieu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. Ah. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lycan, ein Lycan. Ich habe ihn in meinem Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Hier gibt's aber bestimmt wieder ein Attachment. I hope so. Yeah. Für... Nice, für die Pistole. Pistole. Und zwar für die... Nein, für diese hier. Teil ausrüsten, definitiv. Sieht aber so dermaßen lächerlich aus, da mit so einem ewig halb Meter langen Magazin da unten dran. Ich würde gerne auch die Magnum finden. Ja. Also Granatwerfer. Magnum und Granatwerfer. Ja. Die beiden wären jetzt so. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Du wirst stolz sein, Mutter. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was? Ich will hier an ihm vorbei. Schieß! Ich warte immer. Jetzt laufe ich. Lass mich doch! Lass mich doch! Aha, guck mal da! Na, komm mit! Put, 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 put! Nicht, dass du auf einmal hinter mir auftauchst. Ich wusste, dass diese Mistmale irgendwie anders läuft. Ja, komm her. Komm her. Jetzt hier einmal den hier. Damit du geil auf mich wirst. Komm zu mir. Komm zu Danny! Guck mal, da ist noch ein Kanister. Hier sind noch ein paar Gegenstände. Das rote Fass, die sehen ja, ne? Ja, 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 das hier rechts. Snippy! Oh Gott. Gott! Oh Gott, Säureregen! Ist das rum? Kann ich hier einfach auf die Augen schießen? Nope. Was war denn das gerade für ein Flatstone, Alter?
Ich würde gerne die Person wieder da drinnen sehen. Ja, dreh dich um, genau. Mach deinen Mund auf. Mach den Mund auf. Aber nicht so! So, shit. Also wenn man nach der Augenfarbe da oben gehen sollte, irgendwie, ist er bald tot. Ja, ich hoffe. So. Wo bist du? Gib mir aus dem Weg! Gib mir aus dem Weg! Oh Gott! Nein, nein! Ich bin auch nicht der Schnellste hier in dem Wasser, wa? In den Tümpeln. Oh, der verfolgt mich! Ist das widerlich. Na schade, ich dachte, das bringt irgendwas, aber das juckt ihn gar nicht. Ja, dreh dich um, dreh dich um. That's it. Oh, ja, I hope so. Ich hoffe mal. Ja, sieht gut aus. Oh. Kellner. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Oh ja, im wahrsten Sinne. Oh, schlechtester Spruch ever. Oh, okay, super. Haben wir Morö, oder wie auch immer heißt, auch erledigt.